Holstone TV Skyrim, das etwas andere Let's Play. Hallo, meine Freunde, herzlich willkommen zur Folge 214. Bei Skyrim. Sie waren nie ganz verschwunden. Ach, Mike. Sie waren einfach nur unsichtbar und sehr, sehr leise. Mike, unser Freund. Ja. Mike, ist es egal, wie stark oder klug jemand ist. Für ihn ist es nur wichtig, was jemand kann. Ah, okay. Doch, Mike ist müssen. Mike, hat er gesagt. Wird er ausgesprochen, Mike. Ja, wie gesagt, Folge 214 unserer langen Reise durch Skyrim. Hier ist der Mario, der alte Sack von Holstone TV. Und wie immer wünsche ich euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Und wir sind unterwegs aus Richtung Weißlauf. Aus Richtung Weißlauf, Richtung Einsamkeit, weil wir dort der kaiserlichen Armee beitreten wollen und rennen zu Fuß durch die Gegend, weil ich ja immer noch Probleme habe. Ich hatte ja noch kein Video weiter veröffentlicht seit dem großen Crash. Ja, weil ich ja mit den Porten immer noch Probleme habe. Sozusagen nie am Zielort ankomme, weil mich das Spiel rausschmeißt oder Windows schmeißt mich raus oder keine Ahnung, wer mich rausschmeißt. Jedenfalls lande ich immer auf dem Desktop dann. Und deswegen gehen wir zu Fuß, genießen die Landschaft wie früher. Na, guck mal, da können wir doch was gucken. Da haben wir doch ein Riesenlager oder Mammutlager oder. Ja, wie sagt ihr dazu? Riesenlager. Wohnung, Riesenwohnung, kann man ja auch nicht sagen. Ist ja nicht mal ein Dach drüber, die Armen. Hm, wie kriegen wir das erkundet? Da müssen wir weiter ran. Aber ich will hier auch nicht unnötig irritieren. Wie gesagt, die greife ich nicht mehr an. Die tun uns ja sonst auch nichts. Wenn wir denen nichts tun. Bloß wenn ich da runtergehe, da komme ich ja nicht wieder raus. Ohne dass die mich bemerken. Ein Teufelskreis. Wenn ich nicht runtergehe, ist nicht erkundet. Wenn es erkundet ist, muss ich vielleicht doch gegen sie kämpfen. Sind ja insgesamt zwei, habt ihr gesehen? Einer steht hier vorne hinterm Lagerfeuer von hier aus und der andere an dem Durchgang. Nein, ja nicht. So. Aber wir kommen nicht auf dem gleichen Weg wieder zurück. Der tut uns gar nichts, der macht gar nichts. Also tun wir ihm auch nichts. Ja, der andere ist hier geradeaus um die Biegung rum. Auf dem Weg. Dem wollen wir auch nicht über den Weg laufen. Also hier hoch. Hoch. So, jetzt da hoch.
und irgendwie dran vorbei erstmal. Ah, da vorne steht er, habt ihr nicht gesehen? Da, rechts. Da wären wir mit Schleichen weglenkt, da wären wir nicht dran vorbeigekommen, glaube ich nicht. Aber so müsste das. So müsste das jetzt okay sein. Aufgedeckt und Riesen am Leben gelassen. Ja, wie gesagt, Richtung Einsamkeit. Unser da lang. Das ist also unser Quest-Symbol für Einsamkeit. Ja, wo lang? Oben lang, unten lang? Ich schleiche eigentlich immer lieber oben lang. Jo. Nicht mal in Arsch getroffen. Das gibt doch zu denken, oder? Da war ich früher so gut drin. Huch. Na, schauen wir mal. Vernünftige Sicht haben wir. Klares Wetter. Kein Schneetreiben. Nur. Ach, Eiskumpels hier, so eine Eisdinger. Eisgeist oder wie? Eisgeist, ja. Stacheln. Mein kleines Hundchen. Ach, Merunes Dagon Altar, ne? Platsch. Platsch. Sitz. Da auch irgendwas buggy oder was in den zwischenmenschlichen Beziehungen oder partnerschaftlichen Beziehungen, weil unser Wolf ist ja für alle da, der rettet ja nicht nur mich. So, hier waren jetzt auch noch eine Trolle, oder? Nee, doch nicht. Gut. So, da geradeaus ist noch so ein Bogen. Altes. Oh. War es noch gut gegangen. Habe ich schon mal schlimmer gehabt. Schon ein neuer Drache hergekommen, oder? Tar des Himmels geborenen. Da ist er, guck mal, Riesending, ey. Das haben wir noch nicht entdeckt. Wahnsinn. Was haben wir die ganze Zeit gemacht? Also erstmal da runter. Immer schön an den Wänden, an den Felswänden lang.
Guck mal, sind wir schon so weit runtergekommen. Das klappt also meistens ganz wunderbar. Ah, guck mal, da ist was. Vergessenes Walküke, ja, das hab ich vergessen, ja, siehst du, das hatten wir noch gar nicht. Wen höre ich? Oder was höre ich? Doch, eine Trolle, ne? Flatsch. Vergessenes Walküke. Walküke. Gucken wir da mal kurz rein. Mal sehen, was wir da vergessen haben. Nixmutter der Nacht. Oh. Vorsichtshalber. Macht man ihn auch viel zu selten. Weiß ja nicht, was einen erwartet. Da habe ich auch schon reichlich Probleme durchgehabt, weil ich zu selten gespeichert hatte. Das ist wieder so ein... Schieß ich weg. Das ist wieder so ein Seelensteinschießer. Da ein Fenster. Sich nix. Okay. Dann eben nicht. Oh. Oh, oh, oh. Schnell weg hier von dem. Jo. Da sind die ersten schon. Alarmanlagen. Das kann man schon mal nehmen, dann kommt vielleicht noch 500 bei rüber, so ungefähr. Ach, das ist gar kein Dings gewesen. Salz ist wieder gut zum Kochen. Kochen oder Braten. Für meinen Wolf. Ich selbst, ich brauche ja nichts essen eigentlich. Ich lebe ja von Luft und Liebe. Fleisch kriegt alles der Hund. Da kommt garantiert auch raus. Siehst du? Ein Weichei. Ich konnte ja gar nichts ab. Knochen mehr. Okay. Oh. Das ist natürlich schon ein bisschen. Das können wir nicht schießen. Was hat die mit dem immer? Boah. Wer ist das überhaupt? Ja, da ist das. Ja, da ist doch. Ja, da ist nicht der Mage. Unser Mage ist Elize. Elize. Alice. Schöne Stühle für Terrasse oder so. Lieber. Ne, das haben wir auch schon gehabt. Dafür ist es hier gleich hinter der Tür gestanden. Oh, da ist eine Falle.
mit Speeren von der Seite. Kommt da Speere raus. Ja, dann gucken wir lieber erstmal da runter. Einer. Und wieso laut ist der? Siehst du, nix. Die haben nix. Armen. Vorsicht, Loch. Ah, Truhe, Truhe im Weg. Truhe erschossen. Helm. Der Rest geht. Nur den Helm brauchen wir nicht unbedingt, ne. Das war's. Mehr lohnt sich nicht. So schräg der Fußboden oder täuscht das? Wow. Na dann nehmen wir mal alles mit. Das dauert mir jetzt zu lange, das aussortieren. Dann muss ich jetzt sortieren. Wen haben wir jetzt? Ja, da. Ich bin direkt hinter euch. Okay, wenn du meinst. Dann nenn das mal. Was soll ich nehmen? Dann nenn das mal hinter mir sein. Aber ihren komischen Corona-Mundschutz da, den kriege ich ja nicht extra, kriegt man ja nicht extra angezeigt, ne? Also die habe ich mir nicht wegen dem Mundschutz ausgesucht. Einfach so mit, weil gar nicht mehr so viel Begleiter da waren nach meiner ganzen Aktion da aufräumen und versuchen zu retten, wo ich retten wollte, noch meine Installation. Da mussten einige Begleiter dran glauben. Und dann war ich im Endeffekt froh, dass ich die hier wenigstens noch gefunden hatte. So. Jetzt muss ich da runter, oder was? Okay. Boah, nun warte mal, ja. So geht das. So geht das, mein Kind. Wie habe ich das Gefühl, dass wir noch gar nicht alles gesehen haben? Sind wir irgendwo falsch abgebogen oder? Na, vielleicht werden wir noch mal hergeschickt. Ich wollte eigentlich da auf den Vorsprung springen und dann da hochlaufen. Bin zu doof zum Springen. Na, dann machen wir das wie früher. Dann machen wir das wie sonst immer. Wir haben es doch. So. Mal sehen, ob es sich lohnt. Och, Jöttchen. Ja, gut. Aber mit dem Wirbelwind-Sprint ist er ja kein Thema. Und jetzt muss ich hier wieder raus. Weil hoch komme ich ja nicht wieder. Dann geht's hier weiter. Oder verriegelt. Skyrim. Aha. Ja. Tatsächlich, sind wir wieder draußen. Ja, das ist ja blöd.
Gut, ist aber nicht die. Das wäre ja auch ein bisschen witzlos. Ich wollte schon sagen, ist aber nicht die Tür, wo wir reingegangen sind. Die Tür müsste ja viel weiter oben sein. Naja, da die. Die kommen auch von oben runter. Na gut, haben wir schon mal ein bisschen gesehen. Ich schätze mal, dass wir noch mal rein müssen durch eine Quest. Oh. Die Geräusche immer, ha? Trolle. Wo ist der? Ah, da. Na, warte, mein Freund. Na, warte, Mann. Ich höre schon wieder ein. Da steht er, guck mal. So, meine Lieben, das soll es für diese Folge dann erstmal wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Ich wünsche euch Gesundheit. Und mir wünsche ich natürlich für die Videos Klicks, Likes und nach Möglichkeit Abonnements. Dann ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Mario, der alte Sack von Holstone TV.